Hallo und guten Morgen. Ja, ich wollte hier noch ein Live-Video machen, noch vom Gardasee. Ja, wie ihr vielleicht seht, mittlerweile bin ich im Hotel und nicht mehr in meinem VW California. Hatte dann doch ein bisschen Lust auf Luxus und auf ein gutes Bett, obwohl ich das auch sehr, sehr liebe, wenn ich einfach frei bin und ja, nichts machen muss, sondern einfach hinfahren kann, wo ich will, mir ein Plätzchen suchen kann zum Stehen. Aber es ist schon schön, ein Hotel zu haben mit einem Badezimmer. Was ich hier noch schnell besprechen wollte, ich hatte gestern ein super tolles Coaching. Und da ging es halt auch um Fülle, um Empfangsmodus und um Hallo Simone, guten Morgen. Um Fülle, um in Empfangsmodus zu kommen. Und wir haben das, also in dem Coaching haben wir wirklich diese ganzen Überzeugungen und Altlasten und alles haben wir entfernt sozusagen. Und nachher kam so ein richtig tolles Füllegefühl und das hat sie dann durch den ganzen Tag getragen. Und heute am Morgen wacht sie auf und pum, es ist weg. Und dann war jetzt die Frage eben, warum ist es weg, wenn ich am Abend mit so einem tollen Gefühl ins Bett gehe, Fülle, empfangsbereit, wirklich das Gefühl habe, ich bin die Königin des Lebens und mir steht alles zu. Warum wache ich dann am Morgen auf und es macht erstmal Bang? So alte Angstgefühle, Unsicherheitsgefühle und ja, so eine kleine Orientierungslosigkeit kommt dann auf. Und warum ist das so? Und ja, warum ist das so? Weil unser Körper, ich stelle mir das immer vor, wie so eine programmierte Maschine. Also unser Verstand hat ja jahrelang unseren Körper auf Sachen trainiert. Diese sogenannten Triggers, die haben wir uns ja auch antrainiert. Die haben wir irgendwann mal gedacht, wir sind davon überzeugt gewesen, dass beispielsweise irgendeine Situation bedeutet, oh mein Gott, Gefahr ist in Verzug. Wir haben uns antrainiert, immer ja, zu schauen, Energie zu lesen. Viele wissen das gar nicht, dass sie sich antrainiert haben, Energie zu lesen und immer erstmal schauen, ja, wie ist denn die Stimmung? Das macht man automatisch ganz früh in der Kindheit und will erstmal wissen, wie ist denn die Stimmung, damit ich mich darauf einstellen kann, was mich erwartet. Aus meinem kindlichen Zustand heraus natürlich, dass ich mich ausgeliefert fühle, was ich ja gewissermaßen als Kind bin. Und aus dieser Position eines ausgelieferten Wesens versuche ich natürlich, mich zu schützen oder Früherkennungssystem zu fahren, um dann zu sehen, oh mein Gott, wie ist Mutter drauf, wie ist Vater drauf, was läuft jetzt hier, womit habe ich zu rechnen? Und das ist so ein Mechanismus, den gewöhnen wir uns schon in frühester Kindheit an. Um einfach zu wissen, was läuft. Und so gehen wir heute auch noch durchs Leben. Das ist so ein Automatismus. Und deswegen haben wir so krasse Programmierungen auch in uns drin. Und zum Beispiel diese Programmierung, am Morgen aufzuwachen oder Ohren zu spitzen, was ist im Gange, was ist im Haus los, wie ist die Mutter drauf, womit kann ich rechnen, sind die gut gelaunt, sind die schlecht gelaunt, wenn ich jetzt runtergehe oder wenn ich in die Schule gehe, was begegnet mir auf dem Weg? Und das fängt halt am Morgen im Bett an, schon ganz, ganz früh, dass du einfach mal scannst, oh, was war und worauf muss ich mich einlassen, was war gestern oder all das, was wir sagen, was wir eigentlich nicht machen sollten, sondern in die Zukunft kreieren, unsere Emotionen darauf ausrichten, was wir eigentlich in der Zukunft haben wollen, was wir in dem Tag haben wollen, wie es weitergeht. Aber unsere, sag ich mal, kleinkindliche Grundprogrammierung, die macht halt automatisch etwas anderes. Und zwar aus einer
Nicht aus einer Schöpferperspektive heraus, sondern als Kind sind wir nun mal halt eine Zeit lang Opfer. Und wenn wir diesen Switch nicht hinkriegen, dann bleiben diese Opferprogramme halt irgendwo noch in uns erhalten. Und die müssen wir halt bewusst, durch dieses bewusste Sein, immer wieder umprogrammieren. Und halt so ein Opferprogramm sozusagen ist es auch, an morgen aufzuwachen und zu denken, oh, was war gestern, was wird heute sein? Oh mein Gott, was kommt auf mich zu? Hilfe, wo sind denn alle Probleme? Hilfe, wie kann ich das denn alles schaffen? Und diese Programmierung müssen wir halt bewusst verändern. Und das heißt, am Morgen aufwachen und bevor irgendein Programm eincheckt, genau wissen, wer bin ich? Hallo Schöpferin, hallo Königin, das ist dein Leben, es ist deine Schöpfung, du erschaffst dir diesen Tag. Und aus dieser Perspektive begehst du diesen Tag, aus dieser Perspektive stehst du nicht eher aus dem Bett heraus, bevor du nicht ganz klar weißt, wer du bist und was du willst in deinem Leben. Und das machst du jeden Tag bewusst und bewusst und bewusst. Und dann irgendwann mal, ich sag's euch aus eigener Erfahrung, nicht nur aus Hoffen, Glauben, Denken, sondern wirklich aus meinem eigenen Wissen. Und irgendwann mal wachst du am Morgen auf und weißt, dass die Welt in Ordnung ist. Irgendwann mal wachst du am Morgen auf und weißt, dass alles okay ist. Du weißt, dass alles für dich spricht, dass alles für dich läuft, dass alles für dich organisiert wird vom Universum, vom Feld, von dem, was wir, wo wir uns befinden, wie du das auch immer nennen möchtest, all dieses Nicht-Physikalische. Und wenn du das dir klar machst, Schritt 1 ist, du musst dir einfach das wirklich klar machen irgendwann mal. Am besten, du schreibst es dir auf, am besten, du sprichst es dir vielleicht auf und dass du dann am Morgen weißt, was du zu denken hast, damit dieser Tag gut ist, was du zu wissen hast über dich, über den Tag, über deine Lebensgrundsätze, über die Funktionsweise des Lebens. Und das speist du dir einfach jeden Morgen total bewusst ein und du läufst nicht mehr im Autopilot los. Du stehst nicht mehr auf mit irgendeinem übelsten Gefühl. Du meditierst, du schreibst, du gehst in dich, du spürst alles, was für dich funktioniert, bevor du irgendetwas anderes machst. Und das, sage ich dir, machst du 3 Tage konkret, schon geht's mehr von alleine. Nach einer Woche denkst du, wow, alles ist gut in meinem Leben. Und wenn du dich jedes Mal, wenn irgendwo im Außen etwas erscheint, was dir das Gegenteil suggerieren möchte, immer wieder dagegen hältst, respektive in die andere Richtung dich orientierst, also was weiß ich, irgendwas funktioniert nicht oder du denkst, oh mein Gott, schlimme Botschaft, dass du dann auch weißt, dass wenn du dich darauf gar nicht einlässt und dir gar nicht erlaubst, irgendetwas mit dieser schlimmen Botschaft oder der schlimmen Tatsache zu machen, sondern gleich innehältst, sagst, was will ich denn stattdessen? Was will ich denn stattdessen sehen, fühlen, denken, handeln etc.? Jedes Mal diesen Automatismus, dich jedes Mal zu erwischen und das den ganzen Tag durchzumachen. Und dann kommt auch automatisch, dass sich der Fokus verändert, oder? Dass du gar nicht lange an irgendwelchen Problemen oder unangenehmen Dingen hängen bleibst, sondern dass dann du siehst es und sagst, will ich das? Nein, das geht so schnell. Und das ist dann dieses neue Bewusstsein, dass du lebst und das Teil von dir selber ist und das Teil von, und dass dann dein Autopilot sich umprogrammiert. Ja, das war eigentlich meine Message von heute. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag noch und viel Spaß beim Umprogrammieren vom Autopilot. Bye, bye.